Ich grüße euch, mein Name ist Nikolai Alexander. Vor einigen Tagen habe ich das Video, in dem ranghohe Personen der türkischen Regierung planen, einen Angriff unter falscher Flagge auf ihr eigenes Land durchführen zu lassen, um einen Vorwand zu haben, Syrien angreifen zu können, hochgeladen. Also eine klassische Verschwörung, welche es ebenso wie Angriffe unter falscher Flagge offiziell angeblich gar nicht gibt. An dieser Stelle ist es wert, mal einen Blick auf die deutsche Presselandschaft zu werfen. Wie haben unsere Medien darüber berichtet? Zunächst ist festzustellen, dass ich nur sehr wenige Medien finden konnte, die überhaupt über das Gespräch an sich berichtet haben. Nämlich die Zeit, die FAZ, Telepolis und der Spiegel. Jeweils mit einem Artikel, wobei sich der Spiegel erstaunlicherweise sogar noch am ausführlichsten mit den Details des Gesprächs befasst. Also die gesamte deutsche Presselandschaft kann insgesamt ganze 4 Artikel aufbieten, die sich mehr oder weniger ausführlich mit dem Mitschnitt befassen. Ich denke, das sagt im Grunde schon alles. Medien versuchen prinzipiell immer, durch Skandale, Sensationen und Unglaublichkeiten, also möglichst große Schlagzeilen, Leser anzulocken. Ist die Tatsache, dass die türkische Regierung Teil einer Verschwörung gegen Syrien ist und dass sie einen Angriff unter falscher Flagge auf das eigene Land, die eigenen Bürger, die eigenen Soldaten plant, um es Syrien, das in Wahrheit unschuldig ist, in die Schuhe zu schieben und dort einzumarschieren, kein Skandal? Ist die Tatsache, dass das zum Bündnisfall der NATO führen könnte und auch Deutschland an einem solchen verbrecherischen, auf Lügen basierenden Krieg teilnehmen könnte, ist das kein Skandal? Dass in der Türkei Bundeswehrsoldaten stationiert sind, um die Türkei angeblich zu beschützen, diese aber in Wahrheit plant, Syrien zu überfallen. Ist das alles kein Skandal? Ist das keine Sensation? Würde das nicht eine bombastische Schlagzeile liefern? Könnte das nicht eine ganze Woche lang jeden Tag eine bombastische Schlagzeile liefern? Doch, allerdings. Wenn also Zeitungen, die durch große Schlagzeilen Kasse machen wollen, Skandale und Sensationen auf dem Silbertablett serviert bekommen, diese aber auf diese großen Schlagzeilen, also auf Leser, also auf Geld verzichten, müssen politische Gründe dahinter stecken. Die Tatsache, dass Erdogan Twitter und YouTube in der Türkei sperren ließ, um zu verhindern, dass diese Informationen die Bürger der Türkei erreichen, konnte allerdings nicht so leicht vertuscht werden. Damit waren die deutschen Medien in einer Zwickmühle. Sie sahen sich gezwungen, über Auswirkungen zu berichten, deren Ursache allerdings geheim bleiben soll. Die FAZ schrieb dann zum Beispiel, dass YouTube wieder öffentlich gemacht werden sollte, unter der Voraussetzung, dass 15 Videos, die angeblich Atatürk, also den Gründer der Türkei, beleidigen, gesperrt bleiben oder gelöscht werden müssen. Alternativ wird auch als Grund der Sperrungen genannt, dass über Twitter Korruptionsvorwürfe gegen Erdogan und seine Regierung verbreitet worden seien. Da werden also von der deutschen Presse einfach nur die Vorwände und Ausreden der türkischen Regierung zu uns Deutschen durchgereicht. Die eine Methode ist es also, einen Vorwand zu fabrizieren und sich auf diesen zu berufen und den tatsächlichen Grund zu verschweigen. Das ist aber alles nicht sehr glaubwürdig. YouTube, die wichtigste Videoplattform der Welt, landesweit sperren, sich dem Vorwurf der Zensur aussetzen, der Opposition eine Steilvorlage liefern, die Wut der Bürger auf sich ziehen und das alles wegen ein paar Videos, in denen Atatürk beleidigt wird? Warum nicht einfach genau diese paar Videos sperren? So macht es die Bundesregierung in Deutschland doch auch. Unauffällig und subtil. Und wieso sind die deutschen Medien nicht in der Lage, den Link zu einem solchen Video bereitzustellen oder zu erläutern, was genau der Inhalt dieser Videos sein soll und wie viele Klickzahlen sie überhaupt haben? Soll das investigativer Journalismus sein? Also wie gesagt, sonderlich glaubwürdig ist das nicht. Daher gibt es neben dem Vorwand noch eine andere Methode, die wir uns jetzt mal genauer ansehen wollen. Das Ganze sieht so aus. Man nimmt Bezug zu dem besagten Mitschnitt des Gesprächs, nennt also sehr wohl den wahren Grund, verschleiert aber den Inhalt des Gesprächs. Man bleibt an der Oberfläche und tarnt alles mit Euphemismen. Beispiel 1, der Spiegel. Hier heißt es in einem Artikel, die Regierung von Ministerpräsident Erdogan hatte das Videoportal am 27. März sperren lassen, nachdem dort Mitschnitte eines vertraulichen Gesprächs ranghoher türkischer Regierungsbeamter über die Lage in Syrien aufgetaucht waren. In der Unterhaltung ging es unter anderem um eine mögliche militärische Intervention der Türkei in dem Bürgerkriegsland. Statt von einem Angriffskrieg, einem heimtückischen Überfall, einem Angriff unter falscher Flagge, wird hier nur von der Lage in Syrien und einer möglichen Intervention gesprochen. Nun, über die Lage in Syrien und eine mögliche Intervention sprechen zahlreiche Regierungen der Erde seit Jahren. Daran ist nichts Besonderes. Und genau das ist der Punkt. Hier wird suggeriert, dass es sich um irgendein harmloses Gespräch von vielen gehandelt habe, dessen Inhalt nicht weiter wichtig ist. Und brisant schon gar nicht. Ein Einzelfall? Sehen wir weiter. Die ARD berichtet Folgendes.
Anlass für die YouTube-Sperre vor 9 Tagen war die Veröffentlichung von Aufnahmen eines Gesprächs, das den türkischen Außenminister Ahmet Davutoğlu mit Geheimdienstchef Hakan Fidan und 2 weiteren ranghohen Politikern geführt hatte. Darin ging es um einen möglichen Militäreinsatz der Türkei im Nachbarland Syrien. Genau dieselbe Masche. Es ist die Rede von einem Gespräch über einen möglichen Militäreinsatz. Doch davon gab es schon viele. Von einer Verschwörung und einem Angriff unter falscher Flagge oder der Bewaffnung der Terroristen in Syrien durch die Türkei ist nicht die Rede. Auf den Inhalt des Gesprächs wird schlicht und einfach nicht eingegangen. Und darauf, dass der Leser nicht selbst nachforschen wird, kann man sich getrost verlassen. Schließlich hat er nicht den geringsten Zweifel, hier bestens informiert zu werden. Werfen wir als nächstes einen Blick in die Zeit. Der Zugang zu YouTube war am 27. März gesperrt worden, nachdem auf der Plattform der Mitschnitt eines vertraulichen Gesprächs ranghoher Regierungsbeamter über die Lage in Syrien aufgetaucht war. Sie sprachen demnach unter anderem über eine Militärintervention der Türkei in dem Bürgerkriegsland. Wieder das Gleiche. Kein Wort über den Inhalt des Gesprächs. Nur von einem vertraulichen Gespräch über die Lage in Syrien und eine Militärintervention ist die Rede. Und fast exakt der gleiche Wortlaut wie im Spiegel. Die FAZ schreibt Folgendes. Die Regierung von Ministerpräsident Erdogan hatte die Online-Plattform am 27. März sperren lassen, nachdem dort Mitschnitte eines vertraulichen Gesprächs ranghoher türkischer Regierungsbeamter über die Lage in Syrien aufgetaucht waren. In der Unterhaltung ging es unter anderem um eine mögliche militärische Intervention der Türkei in dem Bürgerkriegsland. Wer sich schon immer gefragt hat, wie Gleichschaltung aussieht, so sieht sie aus. Die schreiben nicht nur inhaltlich alle das Gleiche, selbst der Wortlaut ist meistens fast identisch. In den etablierten Medien gibt es keine Meinungspluralität mehr. Ob ein Dutzend Zeitungen alle das Gleiche schreiben oder ob es nur eine Zeitung gibt, macht keinen Unterschied. Bis auf den einen, dass so Meinungspluralität vorgegaukelt werden kann, die in Wahrheit längst verloren ist. In diesen Medien gibt es auch keinen investigativen Journalismus mehr. Da wird nicht nachgeforscht, nicht nachgefragt, nicht hinterfragt. Da werden keine Hintergründe beleuchtet. Es werden nur Behauptungen höherer Institutionen zu uns durchgereicht. Diese sogenannte Arbeit dieser Schreiberlinge ist primitiv und sie ist wertlos. Unsere Medien sind absolut wertlos. Und sie sind enttarnt. Und damit lasst uns auseinandergehen.